Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review, dieses Mal zu Swiss Army Man. Ein Film mit dem Hauptdarsteller aus Ruby Sparkle und so einem anderen Typen. Man könnte ihn aus Filmen wie Harry Potter oder so kennen, also Daniel Radcliffe. Vielleicht hat schon mal jemand von dem gehört. Worum geht's in dem Film? Da ist Hank ist auf einer einsamen Insel gestrandet und möchte sich das Leben nehmen, weil er den Kontakt mit Menschen so vermisst. Und dann wird ein menschlicher Körper am Strand angespült. Und irgendwie wirkt er aber merkwürdig und ist dann anscheinend doch tot oder sowas, wer weiß. Und auf jeden Fall furzt er ganz fürchterlich und er kann dann mit ihm als Jetski zu einem anderen Ufer reisen. Wo er ist, weiß er dann auch nicht. Und seinen neuen Freund nimmt er dann halt überall hin mit. Und der entpuppt sich als nicht ganz so tot, wie man denkt. Auf jeden Fall kann er dann doch reden und hat ja Fähigkeiten, die grandios famos sind. Da ja wohl der Name des Films. Und reden sie über eine Liebesbeziehung und spielen sie im Rollenspiel durch, was durchaus sehr amüsant ist. Also der Teil der Film ist sehr grotesk. Sehr, sowas hat man noch nicht gesehen, was soll das sein und so. Also wirklich ganz aus der Reihe, aber durchaus relativ interessant gemacht. Der Film kommt zum allergrößten Teil mit zwei Darstellern aus. Musik wird auch häufig sehr interessant dargestellt, von wegen der eine summt eine Melodie in Teilen und dann wird sie einfach vom anderen mit aufgenommen oder sowas. Oder er summt einen Teil und das wird dann in eine Endlosschlaufe gepackt und dann summt er den nächsten Teil da drauf und so weiter. Das kennt man so bei Apps. Fürs Handy kann man das so mitmachen und so. Sehr interessant gemacht auf jeden Fall. Die Auflösung ist ein bisschen verstörend, möchte ich aber nicht genau bringen. Darstellerisch auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Ich habe das in der englischen Originalversion gesehen. Daniel Radcliffe spricht sehr schön zombie-mäßig ohne britischen Akzent. Da hat er wahrscheinlich sehr dran üben müssen, so zu sprechen. Das ist, für jemanden, der so Filme, die ganz was ganz anderes sind, als was man gewohnt ist und so, und ist das vielleicht nix, aber ansonsten, wer so ein bisschen offen ist, was man so alles erzählerisch, geschichtenmäßig machen kann, für den ist das durchaus ein ganz interessantes Ding. Dementsprechend, bis zum nächsten Mal.